Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um eine etwas andere Methode, Inputs und Outputs zu verarbeiten. Das heißt User Input und User Output auf die C++ Art und Weise. Man benutzt nämlich normalerweise nicht Scanf und Printf, da die ganzen Dinge ein bisschen, sagen wir mal, riskant sind zu benutzen, was Buffer Overflows angeht, dazu aber vielleicht später mehr. Wir benutzen normalerweise Cin und Cout, also Cin und Cout, um genau das zu machen. So, was wir jetzt brauchen ist Hashtag include und include nichts .h, sondern auch nicht das hier, sondern IOStream. IOStream. So, einfach so, wie ich es gerade hier geschrieben habe. Oh, natürlich nur mit einem Hashtag, ohne .h, ohne irgendwas anderes. Und was wir jetzt benutzen können, ist was Wunderschönes, nämlich std Doppelpunkt, Doppelpunkt. Das bedeutet, wir greifen auf den Namespace, zu Namespaces später mehr, wir greifen auf dem Namespace std, also Standard, nicht die Geschlechtskrankheit, keine Sorge, zu und benutzen jetzt hier zum Beispiel cin. Cin bedeutet Input, cout bedeutet Output. So, und diese zwei Zeichen hier bedeuten, wir schreiben jetzt in eine Variable rein. Also eine Variable i zum Beispiel. Das sieht jetzt mega komisch aus, hat mich auch gewundert, dass C++ sowas erlaubt. Aber ja, in dem Fall ist es tatsächlich möglich. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich natürlich erstmal einen Fehler, weil ich das Komma hier vom letzten Mal noch nicht weggemacht habe. Wenn ich das jetzt ausführe, dann soll ich hier bitte irgendwas eingeben, zum Beispiel 42. Und das wird jetzt in mein i reingeschrieben, also ohne Fehler oder sonst irgendwas. Wenn ich das jetzt ausgeben möchte, ich benutze jetzt hier tatsächlich doch nochmal printf, dann einfach hier i ausgeben. So, und ja, jetzt gebe ich wieder 42 ein und es kommt foo 42 raus. Das heißt, es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt über std Doppelpunkt Doppelpunkt cin irgendeine Variable hier reingeschrieben in dieses i. Ja, und das ist irgendwie komische Syntax, aber es funktioniert. Das ist IOStream, so funktioniert der auch. Und wenn ich jetzt was ausgeben möchte mit diesem IOStream und nicht mehr mit printf, dann mache ich das genau andersrum. Das heißt, ich sage cout und cout bekommt jetzt was von mir gefüttert sozusagen. Also aus std:cin bekomme ich etwas, deswegen die Pfeile aus std:cin raus in mein i rein. Und aus cout braucht was von mir. Das heißt, ich schreibe hier std:cout und das bekommt was von mir, nämlich einen String, den ich hier jetzt benutzen möchte. Und zum Beispiel sagen möchte, was hatte ich gesagt? Foo oder ja. Du hast, so und jetzt, wie gebe ich hier irgendein Zeichen ein? Ich kann ja nicht wieder %d benutzen. Naja, man macht es ganz einfach, man macht hier nochmal sowas komisches, füttert das sozusagen auch noch rein, dann füttern wir i rein, denn wir haben ja, wir wollen ja i ausgeben hier. Du hast i und dann ein Leerzeichen noch, eingegeben. So, das ist mega komische Syntax, aber es funktioniert ganz wunderbar. Und wir brauchen überhaupt keine Funktion von printf oder sowas. Das ist einfach von der Library einfach da. Genau. So funktioniert das Ganze. Und ja, das ist quasi cin und cout. Jetzt ist dieses std:::: ein bisschen mega nervig. Ich habe gesagt, das kommt von irgendeinem Namespace-Magie. Naja, im Prinzip ist es relativ einfach, wie man dieses std::: wegkriegt. Wir machen einfach Folgendes. Wir sagen using namespace std. Das ist im Prinzip das, was wir brauchen. Und ein Semikolon hinten dran dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt brauchen wir hier kein std::: mehr davor zu schreiben und können einfach so das Ganze verwenden. Ihr seht, wenn ich das jetzt starte, hier kommt wieder 1337 rein, dann kommt, du hast 1337 eingegeben. Also so funktioniert auch das Ganze ohne dieses nervige std vorne dran. Das ist Geschmackssache, ob man dieses using namespace std machen möchte oder nicht. Manche sagen, es ist total widerlich, manche finden es super und fänden es mega umständlich, andersweitig zu machen. Aber ja, jetzt bleibt dann natürlich nur noch die Frage, wie mache ich das Ganze auch mit Strings? Das heißt mit mehr als so einem Zeichen oder einer Zahl oder sowas. Ja, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal, denn hier hat C++ eine wunderbare Antwort für euch bereit, die euch sehr gefallen wird. Gut, das war's für dieses Mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!